Die Sith, Vertreter der dunklen Seite der Macht, sind grausam. Ihr zerstört ihre gewaltige Sternenflotte einen wehrlosen Planeten. Was löst das in euch aus? Den Wunsch, die Unschuldigen zu rächen? Oder das dunkle Verlangen, an der Seite der mächtigen Sieger zu stehen? In Knights of the Old Republic könnt ihr beide Wege beschreiten. Doch die Entscheidung zwischen Gut und Böse steht erst später im Spiel an und kann zudem mehrfach verändert werden. Zunächst muss am Anfang der Charakter entworfen werden. Wir entscheiden uns für jemanden, der ein bisschen wie Han Solo aussieht. So, die Bubi-Gesichter weg, der geht. Dann verteilen wir nach dem D&D-System Punkte auf unsere Attribute. Stärke hilft beim Lichtschwertkampf, Geschicklichkeit lässt uns besser schießen, Verfassung sorgt für mehr Hitpoints. Intelligenz ist immer gut, Weisheit ist gut für die Machtbeherrschung. Charisma hilft in Gesprächen. Danach kommen die Fähigkeiten. Computer ist gut, wenn man sich einhacken will. Sprengstoff hilft beim Entschärfen von Minen. Tarnung ist was fürs Anschleichen. Überreden ist natürlich gut für Gespräche. Reparieren ist nett, wenn man Droiden hat. Sicherheit hilft einem, mit Sicherheitssystemen umzugehen. So, dann gibt es noch die Talente im Kampf. Ich entscheide mich hier jetzt mal für den kritischen Treffer. Dann mache ich mit bestimmten Attacken mehr Schaden. Diese Talente kann man im Kampf dann extra anwählen. Das zeige ich später noch. So, noch einen coolen Namen ausgewählt und dann kann es auch schon losgehen. Ein Großteil des Spiels bringt dir damit zu, nach der von dunkler Macht erfüllten Sternenschmiede zu suchen. Entweder um sie im Auftrag der Jedi zu vernichten, oder um sie in Besitz zu nehmen, was euch zum neuen dunklen Lord der Sith machen würde. Hier sind wir mit unserem Schiff, der Ebonhawk, gelandet. Bevor wir den Planeten betreten, müssen wir aus unserer bis zu 9 Leute starken Truppe 2 auswählen, die uns begleiten. Wir nehmen mal den Kampfroboter und Karth. Die Schauplätze sind vielfältig und reichen von Wasserplaneten über finstere Katakomben bis zu belebten Welten wie der Sandwelt Tatooine, auf der wir uns gerade befinden. Hier seht ihr übrigens einen kleinen Schnitzer in der deutschen Übersetzung. Es wurde vergessen, das Wort Tradesman zu übertragen. Das stört den Gesamteindruck der guten Lokalisierung aber nicht. Wir sind übrigens aus einem bestimmten Grund auf Tatooine. Wir wollen euch ein Minispiel zeigen. Die Rennen dauern jeweils eine gute halbe Minute. Es geht immer nur geradeaus, das dafür aber ziemlich schnell. Es kommt darauf an, den Blöcken auszuweichen und immer die Beschleunigungsfelder zu erwischen. Dann geht es ein bisschen rasanter voran. Und zack, gegnerische Fahrer gibt's nicht, es wird bloß die Gesamtzeit genommen und mit den anderen Fahrern verglichen. Man kann hier übrigens eine gute Stange Geld verdienen, wenn man gut fliegt. So, und nun zu dem, worauf vermutlich schon alle gewartet haben. Einem Kampf. Mit der X-Taste lassen sich mehrere Befehle verketten, die erscheinen dann im Feld unten in der Mitte. Wir schalten hier gerade unsere Talente durch, unten im blauen Fenster. Ich versuche hier gerade die Lähmung, habt ihr gesehen? Die Scharmützel laufen automatisch in Echtzeit ab, lassen sich aber jederzeit pausieren, damit ihr einem Charakter detaillierte Befehle geben könnt. Hier setze ich nochmal rasch einige Medikits ein. Das grüne Leuchten um den Helden herum ist ein Abwehrschild. Achtet mal auf den Hauptcharakter. Hin und wieder wehrt er Blasterschüsse mit dem Lichtschwert ab. Das ist die Jedi-Fähigkeit Verteidigung. So, schnell mal die Charaktere durchschalten. Der Roboter soll seinen starken Einzelschuss benutzen, weil der mehr Durchschlagskraft hat. Den Druiden-Betäubungsstrahl kann er leider gerade nicht einsetzen. Das blaue Eis stammt von einer Granate der Feinde. Dieser Stoff lähmt. Und was sehe ich da? Der rote Energiebalken meiner Mitstreiterin Yuhani ist bedrohlich geschrumpft. Ich befehle ihr, die Jedi-Heilung einzusetzen. Das sind die Lichtfunken, die ihr da um sie herum seht. Doch es war zu spät. Yuhani ist gefallen. Aber keine Angst, sie ist bloß betäubt. Wenn ich den Kampf gewinne, steht sie danach einfach wieder auf. Geschwächt, aber lebendig. Die Kampfmoves, wie diesen Tritt, macht das Spiel übrigens von allein. So, und endlich der letzte Feind. Das war's. Und schaut genau hin, Yuhani steht wieder auf, als sei nichts gewesen.
So viel für diesmal aus dem Star Wars-Universum. Möge die Macht mit euch sein.